Meine Vision für die Schule der Zukunft ist ein Ort, an dem man sein Leben lang, auch bis ins hohe Alter, bis zum Tod, immer wieder Inspirationen findet, um sich selber neu zu entdecken, um sich weiterzuentwickeln. Ein Ort, an dem die Neugierde am Leben gehalten wird und an dem man sich mit anderen Menschen austauscht, die in dir deine Stärken fördern und dir helfen, vielleicht Dinge in deinem Leben zu entdecken, die du auch gut kannst, von denen du aber nichts weißt. Das ist meine Vision von der Schule. Wir sind uns alle darüber einig, beziehungsweise die meisten, dass die Schule uns nicht auf das Leben vorbereitet. Und wir haben durch die Corona-Pandemie gemerkt, dass ein Jahr Pandemie die Kinder besser auf das echte Leben vorbereitet hat, als es die Schule jemals könnte. Die Schule hat keine Daseinsberechtigung mehr. Aber wir brauchen einen Ort des Wachstums. Wir brauchen einen Garten, in dem wir die Pflanzen einsetzen können und die dann aufgrund der richtigen Rahmenbedingungen einfach blühen und in ihrer schönsten Art und Weise sich entfalten. Und das brauchen wir halt für Menschen, ihr Leben lang. Und deshalb müssen wir auch das Wort Schule neu besetzen und neu denken und müssen loslassen von diesem alten Bild, wo wir mittlerweile jetzt wissen, dass das in der Form keine Zukunft hat. Statt Schule würde ich es wirklich nennen, einen Garten des Wachstums. Ich würde es wirklich nennen, das ist ein Garten des Wachstums. Ja, also Kinder brauchen am wenigsten eine Schule. Also Kinder brauchen genau gar keine Schule. Kinder muss man so früh wie möglich in der echten Generation in der echten Welt teilhaben lassen. Meine kleine Tochter ist 2 Jahre alt. Die lernt gerade ihre Muttersprache aus dem Nichts heraus. Die braucht keine Schule. Die braucht kein Vokabelheft. Die braucht keinen Unterricht, die braucht keine Projektbegleitung. Die hat den aufrechten Gang gelernt, meine Tochter, indem sie 100 Mal auf die Schnauze gefallen ist. Die hätte keinen Lehrer benötigt, der ihr Gehen beibringt. Und sie stellt jetzt bald auch die wichtigste Frage des Lebens, und zwar warum. Die wird jetzt in Kürze alles hinterfragen. Das sind die 3 Dinge, wo alle Experten sich einig sind. Wenn ein Mensch diese 3 Dinge hat, Fehlerkultur, Lernlust, das Experimentieren und das Hinterfragen von Dingen, diese Dinge, wenn du das hast, dann kannst du dein Leben meistern, trotz aller Krisen. Meine Tochter hat das. Kinder brauchen keine Schule. Wer wirklich Schule benötigt, aus meiner Sicht sind sehr oft Menschen, denen ihr inneres Feuer, das, was ihnen eben den aufrechten Gang beigebracht hat, das, was ihnen eben die erste erlernte Sprache näher gebracht hat, sie Menschen eher dazu bringt, sich wieder daran zu erinnern, wer sie waren. Sie wieder mit sich selber verbindet, mit ihren Träumen, mit ihren Stärken, mit ihren Potenzialen. Für diese Menschen brauchen wir Schule. Und je älter wir werden, umso mehr benötigen wir es, weil wir leider Gottes in der Gesellschaft das Bild haben, weil ich biologisch älter bin, weiß ich schon alles. Und das stimmt eben nicht. Weil ich weiß die Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber von der Welt da draußen wissen wir alle genauso wenig. Ich habe 2 Projekte, mit denen ich den Ansatz habe, die Welt zu verändern. Das eine ist eine Berufsorientierungsplattform namens Whatcha-Do, die mittlerweile über wirklich Millionen Jugendlichen in den letzten knapp 10 Jahren geholfen hat, Jobs zu entdecken und Karrierewege zu entdecken, an die sie nie gedacht haben. Das ist eine Berufsorientierungsplattform, wo mittlerweile über 7.000 Menschen anhand von Videos Einblicke geben in ihr Leben, in ihren Werdegang, in ihre Ausbildungen vielleicht, aber auch in ihren Tagesablauf, in ihrem Job, aber auch mit Hinblick auf die positiven Seiten, aber auch die Herausforderungen und wo sie auch Ratschläge geben, was sie nochmal tun würden, wenn sie 14 Jahre alt wären. Das ist das eine. Und das andere, was ich jetzt gerade gründe, ist keine Orientierungsplattform mehr, sondern ich baue jetzt ein Unternehmen namens Future One. Und das wird die Schule, in der du all das lernst, was dir die echte Schule und die besten Unis fürs echte Leben nie mitgegeben haben. Das werden Inhalte sein, die Menschen dabei begleiten, sich zu transformieren, um mit dieser Welt der Veränderung umgehen zu können, um sich selbst als Teil der Zukunft zu sehen. Das ist Future One, das wird diese Woche auch gegründet und ich starte mit einem Team von 7 Leuten. Meine Botschaft für den Zukunftsrat ist, traut euch, Entscheidungen zu treffen, die hoch unpopulär sind. Traut euch, Entscheidungen zu treffen, wo es nicht um den Wohlfühlfaktor geht. Und trefft
auch Entscheidungen wissentlich, dass es vielleicht in den nächsten 10 Jahren vielen Menschen wehtun wird, die an dem alten System festhalten. Aber wir dürfen nicht jetzt denken an die nächsten 10 Jahre, sondern wir müssen jetzt denken an all die Kinder und die Jugendlichen, die in 10 Jahren in die Schule kommen. Wir müssen an die zukünftigen Generationen denken und nicht, wen wir jetzt vielleicht verletzen, weil die Menschen zu sehr an dem Alten festhalten. Das heißt, was ich mir wirklich wünsche, sind mutige Entscheidungen, die in die Zukunft gedacht sind und nicht, wie kann man jetzt eine Kleinigkeit iterieren, weil so werden wir Zukunft nicht gestalten. Und was ich dem Zukunftsrat auch mitgeben möchte, ist ein großes Dankeschön. Weil Zukunft zu gestalten bedeutet, Entscheidungen zu treffen im Hier und Jetzt. Das ist eine Sache, die wir aktuell auf globaler Entscheidungsebene, zum Beispiel in der Politik, aktuell so nicht wahrnehmen.